Ist doch genau, richtig. Und da klicke ich mich mal ein, um das hier mal kurz auf den Punkt zu bringen. Ne? Es ist nämlich so, dass hier in diesem ganzen Spiel diese ganze These, Antithese-Scheiße oder so, die Toni hier jedes Mal so anbringt, dass er die genauso vertritt. Denn nur weil diese verfickte Murmel da draußen nicht rund ist oder was, heißt das im Gegenzug nicht, dass die unbedingt flach sein muss. Ja? Da gibt's, dazwischen gibt es noch irgendwie was anderes. Wenn ich dir zu dir sage, du bist hässlich oder wie auch immer, dann stelle ich das fest. Aber für wen anders bist du vielleicht noch nicht ganz so schön wie der andere oder wie auch immer. Und es gibt weitaus wichtigere Dinge, als zu gucken, wie rund oder wie flach das da draußen ist. Du Trottel, solltest vielleicht lernen, wie du dir wieder, weiß ich nicht, ein paar Morium in der Erde steckst oder was, wie du wegkommst von deinen Bitcoins, wie du es schaffst, dir ein paar, weiß ich nicht, Kartoffeln aus dem Keller zu holen. Und ich habe deinen Bitcoin schon besser. Jungs, entspannt euch mal. Nicht so hart. Am besten natürlich, wir würden das dann körperlich austragen, aber ansonsten bei den Worten, solange wir nicht körperlich das bestätigen können, was wir sagen, wenn wir Leute beleidigen, dann doch human bleiben. Ich hoffe. Ja, es bringt ja nichts. Ja, bringt ja nichts. Nein, so. Ich meine nur, wenn du jemanden. Ich erkenne da auch einen großen Unterschied, weil Libertäre vertreten eine strikte Differenzierung zwischen Worten und Taten. Ja? Und sie nehmen sich das Recht heraus, das volle Spektrum der Rhetorik auch auszuschöpfen, ja? Um das zu transportieren. Ja, weil du nicht kannst, weil du keine Taten folgen lassen kannst, weil du. Um Tonenbashing zu machen, ja, dann. Ja, ziehen Sie Jungs. Nein, ich bin reingekommen, weil ich vielleicht auch was zu sagen habe. Du machst dich hier stumm. Was soll denn da? Aber, nee, hey, aber so Libertäre. Falsche Schlagkreis. Kennst du jetzt schon? Kommst du hier rein? Warte mal. Das ist ein typischer Prinzip. Hör mal auf, zu beleidigen. Jetzt auf zu beleidigen. Genau, ich beleidige gar keinen. Warte doch mal. Ohne Spaß, jetzt hör mal auf zu beleidigen. Ich wollte eh nicht mehr ganz so lang machen, aber wir müssen jetzt hier nicht anfangen, uns zu beschimpfen, wie gesagt. Doch! Nein. Merkst du das nicht, was hier passiert? Da kommt hier rein und attackiert mich. Ja, ich habe das. Toni, jetzt hör mal kurz, jetzt mal alle ruhig. Aber trotzdem. Pass auf, Toni. Und zwar, warum er dich beleidigt hat, ist, weil du damit angefangen hast, Mann. Du kannst doch nicht sagen, kommt mal in Kinderjaten. Das hast du eben mal kurz gesagt, Mann. Du hast uns als Kindergartenkinder bezeichnet, die da nicht daran glauben. Ja, du musst mal über deine eigene Rhetorik nachdenken, mein Freund. Das ist beleidigend, Mann. Und vorhin hast du noch was anderes gesagt von wegen. Ja, das ist widerlich. Du musst dich doch nicht wundern, dass die Leute dann aggressiv darauf zurückreagieren, meine Fresse. Das ist der Grund, warum sie immer alle streiten, wenn du hier drinnen bist, mein. Das bringt ja jetzt nichts, Mann. Deswegen, das ist jetzt ein bisschen, wir müssen uns jetzt nicht, wie gesagt, deswegen, mein Punkt ist ja, und das, Toni, da bist du ja auch nicht einer Meinung, wie gesagt, wenn man sich beleidigt, ich fände das ja, ich bin ja nicht dagegen, dass man sich beleidigen darf, ich finde nur, das sollte man von Angesicht zu Angesicht machen, ach, Toni ist weg, der kommt bestimmt gleich wieder, man sollte das von Angesicht zu Angesicht machen und dann eben auch die Konsequenzen tragen müssen. Und können. Deswegen finde ich halt so Beleidigungen im Online-Bereich finde ich ein bisschen falsch, weil man eben nicht mit den Konsequenzen leben muss, die das im realen Leben hätte. Deswegen finde ich das halt ein bisschen unpassend, auch von Toni. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass er da dich beleidigt hat. Baba, das fand ich auch nicht gut. Jetzt sind sie beide weg. Ja, das ist wahrscheinlich so, wenn man den Leuten mal den Spiegel vorhält oder ja, so. Ja, ich finde, aber wie gesagt, na, das mit dem Beleidigen, das muss ja nicht sein. Toni hat das vorhin auch gemacht, ist natürlich jetzt unschön, wie das zu Ende gegangen ist. Ja. War doch cool, dass er da war. Aber, ja, ich fand es auf jeden Fall eine super Sache. Wäre jetzt noch schön gewesen, wenn sie bis zum Schluss geblieben wären. Aber wartet mal, das Ding ist auch zum Beispiel Mark Dice, Entschuldigung. Nee, ich würde aber es ist ja eigentlich auch jetzt, ich weiß nicht, ja, sag noch abschließend kurz was und dann mache ich Schluss. Dann ziehen wir uns in Discord. Okay, ja, ich wollte ja nur sagen, weil es gibt ja Mark Dice in Amerika, der macht da auch ziemlich viele gute Sachen und der macht da auch immer so Videos über die Libertären und stellt die ziemlich gut bloß, so auch diese Inzuchtfrage und so, sagt er, ja, haben Sie was gegen Inzucht? Nö, wenn beide einverstanden sind, solange die keine Kinder machen, aber das ist halt so ein Gedanke, dass also allein schon so zu denken ist, dann schon irgendwie hat schon einfach... Oder der Let's Player hat jetzt gesagt, dass er rausgeworfen wurde. Ich raff das nicht. Aber ihr könnt auch niemanden hier rauswerfen. Ja, ich hab gar nichts gemacht. Warte, ich schicke ihm noch mal die Einladung. Also dann lass mal auf jeden Fall, wie gesagt, Let's Play ist ein sehr, sehr cooler
Der ist cool, ja. Der ist ja auch nicht mit Toni. Toni versteht immer nur nicht, Stream zu mir machen, zu beleidigen und wundert sich, wenn das andere zurückbeleidigen, sozusagen. Habe ich ja nicht mal gemacht, ja. Ich habe ihn nur mal hier zur Raison habe ihn mal hier aufgefordert, nicht zu beleidigen. Und dann fängt er mal gleich an, da rumzugrakeln, ja. Der muss einfach mal lernen, sozial sich zu verhalten und die Leute nicht mit irgendwelchen komischen Argumenten, die scheinbar in seiner Logik nicht beleidigend sind. Aber er kann nicht sagen, hier, ja, im Kindergarten, kann ich auch machen. Seine Logik ist im Kindergarten, dann spielt er mit seiner Schippe da, mache ich aber nicht, weil ich ihn als Individuum, um mal in seiner Sprache zu reden, hier vernünftig behandle. Und dann wundert er sich jedes Mal, dass er da irgendwie jetzt mal hier von von Mr. MS 86 dann mal eine Kelle zurückkriegt. Ja, also ist doch normal. Da zählt der Spruch nicht hier von wegen, der Klügere gibt nach. Ja, da bist du in der Schule, wenn du das machst, ja, der Lappen. Ja, also, wenn der Vogel richtig libertär wäre, dann hätte der mir die Chance gegeben, schon in dem ersten Stream, wo er gegen mich gewettert hat, nochmal, ich bin eine fiese, hinterhältige, miese Schlange. Ich möchte von dem Vogel verdammte Scheiße nochmal wissen, warum. Ist das so, weil ich die Kontroverse biete oder was? Weil ich dem, weiß ich nicht, was entgegenzusetzen habe. Und das objektiv und nicht subjektiv, aber der Mensch geht mir am Arsch vorbei. Es geht mir um seine verfickten Aussagen und wie der die Leute behandelt. Und insbesondere das, was der an Argumenten anbringt. Wenn du das hey du, ich weiß jetzt nicht. Kein Problem mit. Ja, ich wollte noch mal kurz sagen, also Let's Play kommt irgendwie nicht mehr, kann nicht mehr in den Stream. Ich weiß nicht, ich sehe jetzt nicht, dass der irgendwie rausgeht. Ich wusste gar nicht, dass, ich meine, Mr. MS, du hast ja den Toni einmal stumm geschalten. Ich weiß nicht, kannst du die Leute auch rauskicken? Ja, das kann ja jeder hier in dem Hangout. Hat jeder die gleichen Rechte. Jeder. Du als Hangout-Betreiber hast die Möglichkeit, die Mikrofone einzuschalten, auszuschalten. Du kannst sogar die Kamera anmachen. Ja. Und es hat jeder im Hangout. Jeder aber das Recht. Ausschmeißen kann ich keinen, ja. Doch, das kannst du. Du musst nur ins Hangout-Protokoll gehen. Da drückst du ein X, drückst auf Entfernen, das Problem ist gelöst. Du glaubst doch nicht, dass ich reinkomme und ein Statement setzen will oder was, und dann lasse ich mich von dem Vogel hier vollknauen. Du hast jetzt alle rausgeschmissen. Das finde ich aber auch uncool. Das ist doch auch nicht gut, ja. Das ist ziemlich eine Scheißaktion von dir. Also ernsthaft, du kommst in mein... hast du jetzt den Let's Play rausgeschmissen, oder was? Natürlich. Freilich, ja, im Chat steht, ich habe recht, ey, wenn du ein bisschen tiefer reinblickst hier in die Hangout-Thematik oder was, und gerade ums Thema, es geht doch ums Thema, es geht doch jetzt nicht um mich und Let's Play. Ja, ja nee, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde das ein bisschen scheiße. Ich sag dir mal ganz ehrlich, wie du sagst, der Toni Maoni verhält sich nicht ordentlich, du kommst hier in den Livestream, ich habe das mit dem Let's Play gemacht, weil, wie gesagt, mit den Libertären mich mal unterhalten wollte, du kommst rein und schmeißt dir dann raus, das finde ich ziemlich asozial einfach. Also das ist richtig scheiße. Da kann ich ganz ehrlich sagen, das ist eine richtig, richtig uncoole Sache. Ja, das kann ich vollkommen verstehen. Das tut mir auch wahnsinnig leid für dich, aber du willst ja dann eh gleich auf Discord weg sein oder was, aber ich habe meine letzten 10 Minuten hier genutzt, um für mich zu positionieren, und das habe ich gerade getan. Ja, aber trotzdem, es geht einfach gar nicht, also ganz ehrlich. Kannst du nicht in einen fremden Hangout kommen und da Leute rausschmeißen, ohne dass... Doch, das kann ich, das kannst du auch. Ja, ich weiß, dass du es kannst, aber das ist eine richtig scheiße Aktion, das sage ich dir jetzt mal. Und das, ich weiß nicht, was du meinst, Toni, ist asozial. Ich finde dich fast asozialer als ein Toni. Hm? Also ernsthaft. Nee, keine Ahnung, wo du herkommst, was du für einer bist, was du dir. Also ernsthaft. Das ist nämlich dann wichtig, wo ich herkomme, was ich für einer bin. Ja, aber weißt du, nein, das kommt drauf an, wie du dich verhältst. Weißt du, du kommst hier rein und schmeißt jemand raus, das ist scheiße. Bis dann, ciao. Jo, ciao. Mein Gott, ey, geht's den Leuten eigentlich noch nicht oder was? Sag in Ordnung sowas, aber noch ganz kurz nochmal wegen den Beleidigungen wollte ich nur kurz anmerken, wenn ihr da eben nicht zurückbeleidigt, dann nehmt ihr den schon den ganzen Wind aus den Segeln, ne? Also ich würde da einfach gar nicht in solchen Diskussionen so ein bisschen nicht beleidigen. Ja auch, ne? Ich habe ja nicht zurückbeleidigt, ich habe nicht zurückbeleidigt, ich habe ihn nur darauf hingewiesen, dass er beleidigt, und dann wird er ja mal fuchtig. Aber wenn du dann einfach nicht drauf reagierst, auf die Beleidigung, sondern nur auf die Argumente, dann nimmst du den komplett, also in jeder Diskussion nimmst du, vor allen Dingen online, nimmst du den ganzen Wind aus den Segeln, weißt? Weil die Wahrheit ist immer das, was zündet. Nicht jetzt so Arschloch oder sowas. Nein, deswegen, ich sage ja auch, und ich habe ja nichts dagegen, wenn man sich beleidigt. Wie gesagt, kann man ja gerne im persönlichen Gespräch machen, da muss man halt mit den Konsequenzen zum Schluss rechnen können. Deswegen, ich find das halt ein bisschen unschön, Leute zu beleidigen, wenn sie im Online-Bereich, ne, da kannst du alles sagen, der Typ, weißt du, dann musst du halt mit keinen Konsequenzen rechnen und so weiter. Deswegen das, und die Gespräche, was soll das denn, sich gegenseitig zu beleidigen? Aber so ist das halt, ja, ist jetzt so gelaufen. Wie gesagt, ich mache jetzt auch den Stream hier fertig, habe ich auch wieder was gelernt, da kann einer reinkommen und Leute rausschmeißen, war mir so nicht bewusst,
danke dafür, dass ich das jetzt rausgefunden habe. Wie gesagt, das war eine sehr miese Aktion, hier meine Gäste rauszuschmeißen, besonders mit den Leuten, wenn ich die eingeladen hatte und wir das geplant hatten, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das kannst du doch einstellen, oder? Dass du dann nur die einzigen Rechte hast. Ja, ich wusste das nicht. Ich werde dann auch das mal gleich gucken, weil sowas kann natürlich in Zukunft nicht mehr passieren, ne? Dass sowas vonstatten geht. In diesem Sinne, Jungs, danke, dass ihr da wart. Wie gesagt, Let's Play und Toni auch, schön, dass ihr da wart. Toni, toll, dass du uns das mal erzählt hast, wie es mit der flachen Erde aussieht, auch wenn ich damit nichts anfangen kann. Super Sache. Das waren halt die Libertären heute mal zu dem Thema. Ich dachte, das ist mal ganz interessant, auch so ein Gespräch mal zu suchen mit anderen Leuten. Diese, ja, interessanten Menschen, die auch andere Menschen essen lassen würden. Kleiner Scherz. Wie isst du deinen Menschen am liebsten? Mit Curry oder? Ja, eben. Ja, das war kleiner Spaß. Das wollen die Libertären natürlich auch nicht, aber ja. Jungs, wollt ihr noch abschließend jetzt was sagen? Oder? Ja, spendet für Orwell $5 im Monat. Das schöpf ich da. Jetzt hör doch auf. Alter Gold, Digga. Ohne Spaß, ey. Das ist mir. Also nochmal machst du das nett, sonst lass ich dich auch nicht mehr rein. What the fuck? Okay, ich halt's Maul. Spende es mir schon, für Orwell, kein Geld. Ja. Nee. Wird im Discord noch weiter diskutiert oder nicht? Keine Ahnung, könnt ihr gerne rein. Ich wollte noch ein Video machen heute, wenn ich das noch hinkriege. Ist jetzt viel länger wieder gewesen als sonst. Hast du noch einen Tipp für ein gutes Schneideprogramm? Weil ich wollte so ein bisschen so Wehrmachtsvideos mit Musik unterlegen. Bisschen blöd, aber jetzt, ja, ist nur meine Meinung. Adobe Premiere Elements 15 benutze ich. Das ist nicht so super. Das kannst du Musik, kannst du schneiden, kannst du Musik machen und ein paar Übergänge und so. Das kostet nur 30 Euro. Das ist okay. Okay. Gibt es auch kostenlos. Muss mal googeln nach Schneidprogramm einfach. Ja. Also, kannst du auch im Discord mal fragen. Dann können wir einfach mal belabern. Drüber. Okay. Wir können es auch privat machen. Also, in diesem Sinne, aber dann würde ich das heute beenden. Ja, Discord wollte ich nochmal allen Leuten sagen. Discord kann jeder drauf. Nochmal kurz Eigenwerbung hier. Discord-Channel ist jetzt da. Da könnt ihr einfach drauf bei mir. Was ich angefangen habe, ist auch ein Podcast zu starten. Hier findet ihr den. Da bringe ich immer 15-minütige Shows rein. Und so könnt ihr auch mich da noch weiter anhören. Ich danke auf jeden Fall Barbaras, schön, dass du da warst. Boris, schön, dass du da warst. Und Let's Play auch. Und Tony Mahoney natürlich auch. Und Mr. Was auch immer, das war keine coole Aktion und hat mich nicht gefreut, dass du da warst. In diesem Sinne wünsche ich auch allen Gästen und besonderes Lob natürlich wieder an die Moderatoren, die hier aufpassen, wie die Füchse. Besonderen Dank an die und super Arbeit, wie immer. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. Heute wie wieder mal hier in dem Livestream. Und wie gesagt, schaut mal bei meinem Discord vorbei. Dort bin ich auch immer wieder. Und dort könnt ihr auch so nebenher labern. Ein bisschen offener, Gott sei Dank, auch als es hier noch auf YouTube möglich ist. Und sonst auch, wie gesagt, mein Podcast und so weiter. Überall, wo ihr mich seht, da bin ich. In diesem Sinne wünsche ich euch was. Schönen Abend. Ciao, Jungs. Ciao. Tschö.